Sam, ja, jetzt bin ich wieder hier. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ungefähr 20, 30 Kilometer vor meinem Zuhause. Kali Motor hat mich gerade im Stich gelassen. Akku alle, Handy alle. Wie kommt das? Ich habe bei Co-Pilot gute 45% gebraucht, bisschen Glück statt war. Bin ungefähr mit 51% losgefahren. Hätte also noch zu Hause, bis nach zu Hause reichen sollen, sage ich mal so. Also, ne? Jetzt bin ich irgendwie 30 Kilometer vor zu Hause und die 51% sind weg. Sagen wir mal, wenn ich jetzt fix gefahren wäre, wären vielleicht noch 5-9% irgendwie da raufgegangen. Also braucht Kalimoto auf ungefähr die gleiche Strecke mehr Strom. Warum auch immer. Software, Berechnung, keine Ahnung. Hinzu kommt, dass das Kalimoto mich deutlich, naja, ist ein bisschen unfair, das zu sagen, mich deutlich mehr gerade ausgeschickt hat, würde ich so nicht sagen, weil Co-Pilot wollte das ja auch, wollte mich ja auch über Bundesstraßen schicken, die wollte ich bloß nicht fahren. Und Kalimoto hat mich über Kreis- und Landstraßen geschickt, die allerdings sehr, sehr gut ausgebaut waren. Also das hätten auch Bundesstraßen sein können, viel geradeaus und so. Da fehlt mir so ein bisschen diese Kurvigkeit für Motorradfahrer. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe hier so ein 14-Tage-Test-Abo, weil sie ja so viel Wert auf ihre Sachen legen. Und, das ist, also klar, die Strecken sind nicht schlecht. Es sind Landstraßen, es sind Kreisstraßen, so kleine Dinger, L und K und wie heißen sie nicht alle. Aber so richtig, dass du sagst, Mensch, da sind Kurven dabei. Wenige. Ich weiß nicht, wo die Algorithmus herholen. Oder ob sie sich das nur von den Touren ziehen, die halt gepostet werden. Also dass sie so eine Art Tracking hier einbauen und das dann auch dementsprechend für ihr Algorithmus gebrauchen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, also ich kenne einige Motorradfahrer hier. Ich fahre ja doch schon 1-2 Tage. Und die fahren andere Strecken, sage ich mal so. Weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich bin mit der Streckenführung bei Kalimoto immer noch nicht zufrieden. Ne? Und das ist so ein Testabo und ich habe extra auf kurvige Strecke gestellt und hinzu kommt, dass, liebe Leute von Kalimoto, die B77 bei Rendsburg, ne? Die ist so ausgebaut, so ähnlich wie eine Autobahn. Das heißt, wenn man da rauf fährt, auf die Auffahrt, dann kann ich nicht links abbiegen. Ich muss dem Beschleunigungsstreifen folgen und auffahren auf diese Bundesstraße. Wenn ich das nicht tue, werde ich zum Geisterfahrer. Deswegen sag den Leuten doch bitte nicht, dass sie links abbiegen sollen. Das geht nämlich nicht auf solchen Straßen. Die Straße ist vierspurig. Das läuft nicht. Dann kommt man automatisch in den Gegenverkehr rein. Und wenn man einen Idioten hat, der das befolgt, was das Navi sagt, dann habe ich einen Geisterfahrer. Das solltet ihr unbedingt abstellen. Letztes Jahr war das auch schon so. Ich begreife das nicht, dass euer System nicht so gut klarkommt mit irgendwelchen Auffahrten und Abfahrten von irgendwelchen Autobahnen oder Bundesstraßen, also Bundesstraßen, die so ähnlich sind wie Autobahnen. Ich habe das schon ein paar Mal bemerkt. Das kann richtig gefährlich werden, Leute. Da müsst ihr unbedingt bei. Wenn da mal irgendwann ein Unfall passiert, dann will ich nicht an eurer Stelle sein. Naja gut, im Endeffekt ist der Fahrer auch selbst dran schuld. Man soll ja auch so ein bisschen mit dem Kopf fahren und nicht unbedingt immer das machen, was das Navi sagt. Aber man tut es ja doch so ein bisschen, ne? Sich drauf verlassen. Naja.
Mobilität. Da wäre ein witziges Nummernschild gehabt. Wo kommt denn das Nummernschild TIT her? Gut. So viel dazu. Also, es ist jetzt 18.23 Uhr. Ich schätze mal, dass ich noch ein paar Minuten nach Hause brauche. Ein bisschen über Landstraße hier. Nun, du wirst du doch nicht abbiegen hier. Oder, nee, da kommt der Kreisverkehr jetzt, ne? So, liebe Leute, nun bin ich bald zu Hause. Das ist ein K+. Sieht auch witzig aus. Nun bin ich bald zu Hause. Ich wünsche euch was, ne? Man sieht sich, man hört sich. Also wie gesagt, das war jetzt kein richtiger Vergleichstest. Das war einfach nur mal, um das auszuprobieren. Auch wenn Co-Pilot jetzt ein bisschen abgespeckter ist als in den Versionen davor. Muss ich sagen, kann ich damit bisher immer noch mehr anfangen. Kalimoto hat natürlich das Ding, dass du besser programmieren kannst. Das ist natürlich, also wenn du da am Rechner sitzt, du kannst dir schöne Touren planen und alles. Ich meine, das muss man sonst mit anderweitigen machen. Gut, aber so wie ich mich kenne, werde ich wahrscheinlich auf Dauer gesehen nur mit einem richtigen Navigationsgerät glücklich werden. Und nicht irgendwie mit einer App. Also eine App ist gut, man kann die mal nutzen, wenn man kein Navigationsgerät immer mitschleppen will und so. Aber A, hat man ja gesehen, der Akku ist scheiße. Nutzt man gerne leer. Hat jetzt 5,5 Stunden gehalten. Muss man sehen, ob man damit auskommt. Also ich, sag ich mal, komme mit meinem Handy normalerweise 2-3 Tage über die Runden. Also 2 Tage schaffe ich eigentlich immer. Und also das hat einen recht guten Akku. Und da jetzt in 4,5 Stunden oder 5,5 Stunden den Akku leer zu nutzen mit dem Navi. Gut, dann habe ich auch natürlich Bluetooth an. Ich habe ein Headset verbunden. Ist natürlich viel immer was, was da so anliegt. Ist natürlich Akku. Und dann hast du die ganze Zeit den Bildschirm an. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn du das Display vom Handy ausmachst und dir die Dinger nur über das Headset ansagen lässt, wobei dann halt auch keine Vlogs möglich sind, weil geht halt nicht, weil ich da nicht drauf gucken kann, jedenfalls nicht mit meinem Intercom. Da müsste ich ein anderes haben, also irgendwie ein S20 oder sowas. Vielleicht wird das auch mal irgendwann was, wenn die kaputt sein sollte, aber bis dahin komme ich damit auch aus. Ich mache halt die Motovlogs auch gerade nur aus Hobby und wollte damit auch gerne Geld verdienen und so. Und ich denke, das wäre besser, wenn ich mir irgendwann mal ein vernünftiges Navi holen würde, aber das wird mir halt einfach zu teuer. Das, was ich haben möchte, kostet immer um den Dreh 400 Euro. Kriegst du mal ein Angebot oder so, aber so richtig günstig habe ich das noch nicht gesehen. Ich wollte natürlich auch Lifetime-Maps haben. So. Damit man da halt weniger Probleme hat auf die Dauer. Ne? Weil du den kannst du immer nutzen. Und ich sag mal so, wenn du dir ein halbwegs aktuelles Gerät holst, dann sollte man damit die 10 Jahre erstmal überbrücken können. Kalimoto, 40 Euro, gut, bin ich auch bei 400 Euro. Wird wahrscheinlich aber auch teurer werden mit der Zeit. Muss man wissen. Ich denke, ich wäre mit dem Navi, normalen Navi, besser bedient. Allein aus Akkugründen, man hat ja gesehen, hier Kalimoto, wie schnell das hier genutzt war. Da kannst du keine vernünftige Tagestour mitmachen von morgens bis abends. Oder du musst dann Akku-Pack irgendwie mit einbauen. Also selbst hier über den Stromanschluss, naja gut, da habe ich hier so 12 Volt
USB-Teil dran. Das zieht natürlich, wahrscheinlich geht das auch nicht schnell genug. Ich denke, wenn ich da einen richtigen 12-Volt-Stecker drin hätte, würde der wahrscheinlich ein bisschen mehr Strom liefern. Das ist halt das, ne? So, bin ich müde. So, komme ich gleich nach Hause. Soll ich gleich noch Grillfleisch essen? So, und dann müssen wir mal weitersehen. Ich weiß nicht, ob ich das heute Abend noch schneide oder mal sehen, morgen. Vielleicht über beide Abende. Ist ja doch ein bisschen was zu synchronisieren und mal sehen, vielleicht nachzuvertonen. Wahrscheinlich nachzuvertonen, nehme ich an. Und das werde ich wohl an einem Abend nicht mal eben just for fun schaffen. Mal sehen, wann ihr das hier sehen werdet. Vielleicht mache ich auch noch mal so eine Trockenübung zu Hause mit dem Mitschneiden von dem Kalimoto und dem Co-Pilot. Hatte ich ja immer mal vor. Weiß nicht, ob das was im Sommer jetzt wird. Im Winter hatte ich einfach keinen Bock. Ich hatte einfach keinen Bock. Ich gebe es zu. Und mein Rechner ist immer noch der alte. Also an dem Schneiden ist auch nicht das, was so viel Spaß bringt. Aber naja, noch leuchtet das hier. Da leuchtet auch was. Die Bremsleuchten. Aber ich habe den Eindruck, es wird hier oben, naja, es ist gleich geblieben, obwohl es ist ja kälter geworden. Nur mal sehen. Ich habe zwischendurch getankt für 1,53, Leute. Hier ist 1,45, 1,53, super. Ich hätte hier super Plus tanken können. Ich fasse es nicht. Gut. Dann sind wir hier nochmal ums Eck, ne? So. So. Gut. Gut, liebe Leute, dann wünsche ich euch was. Man sieht sich wieder demnächst. Bis denn dann. Tschüss, euer Müllhaar.